Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniel P. Und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia 2. In der letzten Folge haben wir die große Katzenjagd von 2015 abgelegt. Wir haben 2014. Okay, es geht los. Ich weiß schon nicht mehr, welches Datum wir haben. Ich glaube, ich bin ein Amnesie-Opfer. So, wir knüppeln jetzt mal einige Elite-Monster ab, falls wir es schaffen. Lasse mich Lebensmittel holen. Ich brauche auf jeden Fall wieder diese Dinger hier, diese Gemüsesticks. Haben sie ja nicht, okay. Kann man die herstellen? Ich weiß ja nicht mal. Feuerregen kann ich herstellen, okay. Blitzschlag. Feuer, Wind und Wasser. Uff. Blitzschlag. Ich habe auch schon letztens eins verballert, also kann ich ja direkt das hier wieder verballern, ne? Jetzt falsch. So, Blitzschlag. Blitzschlag. Wann hab ich den Blitzschlag? Das hier ist Blitzschlag. Hat gerade Ludger. Ja, nicht Ludger. Hat Rowan. Weiß nicht, dann tun wir mal erstellen. Ja. Feuerring angefertigt. So. Achso. Ich hatte jetzt ausgerüstet bekommen oder nicht mehr? Doch, Feuerregeln, mein Gott. Ja, warum nicht? Das wollte ich aber jetzt nicht. Ich wollte eigentlich Gemüsesticks. Muss ja doch Gemüsesticks hier. Gemüsesticks, Goya, super. Ich brauche Gemüsesticks. Ich muss mal nach. Weiß nicht, habe ich welche? Wäre natürlich noch besser. Nö. Okay. Ich habe nur gerade P-Angriff. Ja, super, ich bin richtig geil vorbereitet. Wo ist denn nochmal hier so ein Viech? Warte mal. Oh, ich habe Sachen, die ich abgeben kann. Sehr schön. Sehr schön. Haben wir das auch erledigt? Was? Was? Daus? Ist das nicht der. Oh nein, mein Markenzeichen ist kaputt. Ich brauche Ersatz und zwar schnell. Könnt ihr mir helfen? Wart, warum? Warum Daus? Okay. What the fuck? Habe ich einen Erdumhang, so ganz zufällig. Lederumhang, na super. Warte mal, kann ich Erdumhänge nicht herstellen und so? Oder wird heute nichts mit Elite-Monster? Erdumhang hier. Scheiß drauf. Den muss ich jetzt einfach herstellen und abgeben. So, vom Bronzesiegel. Versiegeltes Phantasia, was? Was ist das denn? Lebensstärker, Geiststärker. Heißt für Ludger. Oh. Ich brauche für alles hier ein Bronzesiegel, außer für das hier, aber ich habe nicht 10, glaube ich. Okay, Elite Monster, wo seid ihr? In der Bermir-Schlucht. Wo? Husellhöhlenstraße, gerade ich klaue. Ja, so ist das Viech aus dem ersten Teil, genau. So, ich tue schon mal mein Team irgendwie so machen. Wert bestimmt volle Möhre ab. Deswegen, ja. Ich wollte immer noch Gemüsesticks. Was sind die letzte Stadt, die ich. Ja, schau, ne? Werde ich ja wohl irgendwie Gemüsesticks herkriegen. Muss mich doch gesund ernähren. Warum Dausee? Er ist aus Tales of Phantasia, was will er? Ja, einen neuen Umhang ist klar, aber. Na. Ja. Immer meine Gemüsesticks. Ich habe zwar noch ein Gericht drin, aber egal. Packen wir mal ein. Kaufen wir mal direkt neue, genau. So. Dann müssen wir zur Roselle-Höhenstraße. Das war, glaube ich, das, wie ich schon mal gesehen habe, irgendwie. Das habe ich schon mal gesehen. Da rumgelaufen. Das habe ich irgendwie so abgefuckt. Hey, warum laufen dann immer neue rum? Ah.
Na gut, da war glaube ich genau an der gleichen Stelle im ersten Teil. Alles klar, dann komm mal her, du Fetzdingen, du fette Kuh, fette Kuh, fette Kuh, fette Kuh. Warum? Da konnte man ein sehr schön Element Erz farmen, ich erinnere mich. Da waren wir ja mal ein bisschen. Meine Katze ist zurückgekehrt, wunderbar. Let's keep it up. Okay, ich finde ja sehr schöne Sachen. Diesen Part kriege ich die bestimmt wieder zurück und das heißt, ich krieg wieder was Schönes. Und ich sind da auch so extra vorbei irgendwann. Da ist er, Viech. Komm her. Ich kann echt nicht von hinten angreifen, ne, egal. So, komm mal her. Schau dich mit der riesigen Nagelfalle des Todes kaputt. Goldklee, Trank des Lebens, ja, brauche ich nicht. So, was mache ich denn jetzt am besten? Warte mal, Strategie. Habt ihr alle noch verbinden? Ja. So, ich verbinde mich mal mit Erwin. Ich wusste es. So, komm her. So, greif mich mal an. Ich würde mal gerne wissen, ob du. Ne, du ziehst nicht viel ab. Das ist ja richtig geil. So. Sehr schön. Wir machen natürlich sowas vom Platz, ne? Kannst mal einen drauf lassen. Hallo, es wird ab Elvin. Was hat ich denn gemacht? Er ist umgefallen. Ja genau, das war im ersten Auto. Und zack. Oh, den Angriff kenne ich doch. Okay. Vielleicht kriegen wir halt eine Viech auch noch in diesem Part kaputt, wenn das so weitergeht. Fuck. Hat ja gereicht. Ich kann auch angreifen. Ungefähr so. So, du bist sowas von tot, das sag ich dir jetzt schon. Na, verdammt. Mein Gott, das hat ja überhaupt keine Chance gegen uns. Bin ich schon so übermächtig? Sehr schön. Hey, du Leben! Na, oh, verdammt. Oh, er hat noch ganz schön viel abgelegt gerade. Mach mal. Hau, oh, was zum? Das hat weh getan. Das wird jetzt auch weh tun. So, komm her. Jawohl. Ha, der war nicht schwer. Ich habe so wenig Erfahrungspunkte alle auch gegeben. Wow. Das war gut. Okay, dann nach, weiß ich nicht, Trigle. Quest abgeben und der nächste fertig machen. Zweiklassiger Gummi. Okay. I got nothing. What's wrong? You know how budget gourmet food is blowing up right now? I was trying to come up with a few recipe ideas. You should ask Luger about that. He might have some. Tomaten. What do you think? Got any ideas for my new budget gourmet menu? Wie wär's mit einem Monsterfleisch-Eintopf? Ja, genau. Wie wär's mit einer Schale Sushi, in der alles rosa ist? Für kleines Geld. In der alles rosa ist? Wie wär's mit einem Monsterfleisch-Eintopf? Das Rechte wäre irgendwie ein bisschen billiger. Pink
Sushi Bowl? Daran habe ich jetzt nicht gedacht, aber okay. Make the rice with plum vinegar, top it with shrimp, salmon, garnish with pink ginger. That sounds so cute. I want one. Hurry up and get cooking. Oh, looks like a hit with the young female demographic. What if we made it even pinker, like with watermelon chunks and strawberry mousse? Let's remember this is a sushi bowl. Don't get crazy with the sweet stuff. It's about cuteness, not flavor. Down with your anti-pinkest agenda! The young female demographic is proving to be a tad challenging. Let's head back to the drawing board. Yeah. So. Geil. Moralzam, bei mir Schlucht. Wo? Oh Gott, sie will wieder Geld. Hier, nimm das. Great, thanks. You make my life so much easier when you make your payments on time. Keep it up, okay? Das ist ein Bonus für deine Anstrengung bei der Rückzahlung deiner Schulden halten. Im Briefkasten im Erdgeschoss von Ludgas Wohnung ist etwas für dich. Okay. Wo wohne ich nochmal? Da. Okay, sehr schön. Der Katzentussi könnte mir ruhig auch mal wieder ein paar Belohnungen geben. Ich habe schon so viele Katzen gefunden, also nicht, dass ich irgendwie was verlangen will, aber trotzdem soll mir was geben. Okay, zack, was haben wir hier? Wenn du das jemand einflößt, dann wachsen garantiert sein Gefühl für dich, flüssige Liebe sozusagen. Das ist irgendwie falsch. Moskito. Minimalschaden, ja, für Jutsu super. Ruf mich zurück. Ein Buch, mit dem Jutsu Zugang zur Fertigkeit wieder Auferstehung erhält. Wart. Minimalschaden. Abwerfen. Okay. Ruf mich zurück. Wieder Auferstehung. Minimalschaden, ja, da tun wir natürlich überhaupt nicht da rein. Ich habe ganz schön viel FP bekommen. Erwacht bei einem K.O. mit 40%iger Wahrscheinlichkeit wieder zum Leben. Ach, das genau. Ja, brauchen wir jetzt noch nicht, habe ich so das Gefühl. Was habe ich noch bekommen? Freundschaftstrank. Das klingt verlockend. Aber wozu? Das klingt irgendwie falsch. Lieb mich, trink das. Okay, machen wir das nächste Viech platt. Ich würde mich gerne noch mal kurz erholen und dann rasen wir zur Bemir-Schlucht. Und machen das Dingen, was auch immer das ist, kaputt. Wer genauso schwach ist wie der Boss aus der Splitterdimension, dann ja, gute Nacht. Also für das Viech. Jetzt müsste ich sogar noch drin haben, ne, das Rezept. Also kein Ding. Wie viel muss ich eigentlich jetzt als nächstes wieder bezahlen? 100.000, super. So. Dann, weiß ich nicht, speichern wir. Dann kriegen wir natürlich auch noch platt. Das wird bestimmt nicht so schwer sein. Hoffe ich. Bitte. Ich dachte, hier war was. So, dann, wo war das nochmal? Bei mir Schlucht, genau. Wo? Ich habe doch alles da abgesucht. Wo war denn das Viech? Eine Fertigkeit erlernen, super. Muss irgendwo am Boden ja sein, ne? Was? Oh Mann. Muss irgendwo am Boden sein. Geh weg. Schmutz, Schmutz. Muss irgendwo am Boden sein. Muss einfach. Weil da ganz oben an der Spitze, aber ich kann ja nicht hin wegen dem Felsen. Glaube ich. Oder ist der jetzt weg? Der ist weg, ich fahre nicht. Warum? Ich war doch schon mal. Egal. Ja, da oben ist dieses Loch, genau.
da kämpfe ich gegen das Viech. Da musst du aber auch irgendwas sein. Ich weiß es doch. Nö, warum? Ja. Ich muss irgendwo am Boden sein. Da ist er. Mein Gott, ist das Viech riesig. Leck mich. Das zerstört mich. Mein Gott, ist das Viech klein. Hä? Was ist mit den Größenunterschieden immer? Manchmal sind die Gegner voll winzig. Aber ich habe das Gefühl, ich werde oft umfallen, deswegen was tut. Oder auch nicht. Ich dachte, ich würde. Okay, muss ich wechseln. Oh nein, das machst du nicht. Du gehst nicht auf Elise los. Krise. Aber du gehst auf Elise los. Du machst aber schon ein bisschen mehr Schaden, habe ich so das Gefühl. Und zack. Ist ja ein Unterleib. Kommst da face raus, ey. Komm her. Und der macht das die ganze Zeit jetzt, ne? Ey, das ist unfair. Hör auf damit. Dann sieht der Angriff bescheuert aus, wie so du halt machst, ey. Was ja schön gegen Erde, sehr schön. Nix mit Erde. Din, din, din. Ja. Vor allem, der ist auch nicht so schnell danach anfällig gegen Angriffe, wenn er rauskommt. Das weiß ich noch aus dem ersten Teil. Ja, verdammt. Tut doch mit Jude jetzt. Oh Mann. Ey. Au. Gibt's doch nicht, was ist denn hier los? Jawohl. Was ist los mit euch? Warum seid ihr immer noch am Boden? Das muss man ausprobieren. Ne, das wollte ich eigentlich nicht. Ich weiß gar nicht mehr, wie man die Mystik Arts macht, aber ich glaube, wir können doch gar keine, ne? Ich habe doch schon Arcana, deswegen. Dindio, 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 das klappt. Was ist ja blöd. Aber. Will irgendwie nichts mit der Wiederbelebung von Jude. Elvin, warum bist du die ganze Zeit betäubt? Der ist die ganze Zeit betäubt. Rutsch. Und weg mit dir. Okay. Zuhören. Ja, Katzenkrüger. Schieberschnauze. Die kenne ich noch. Wir haben schon bald eine Stadt hier. Ja, ich werde keine. Ich verbrauche keine Reiseobjekte, sehr schön. So. Hier haben wir noch Zeugs. Hallöchen. Nein, dich wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte auch nicht gegen's Dingens hier. Klatschen gegen das Mikro. Oh, das ist eine geile Kombi. Wie er diese Luft einsetzt, wie er dabei aus. So, nächster. Rutsch. Rutsch.
Fuck. Danke. Platzt einfach so. Was habe ich überhaupt hier bekommen? Weißer Wind oder irgendwie sowas? Oh, mehr FP schon wieder. For all. Hatte ich schon. Atem des Windes hier. Okay. Wahrscheinlich brauche ich einige Sachen hier für so Spezialdinger, ne? Aber mal gucken. Abgrund hier muss ich auch noch erkunden, fällt mir gerade auf. Aber egal, gehen wir nach Hammel. Was? Okay. Sehr schön. Das reicht immer noch nicht. Ich glaube, das habe ich irgendwie. Sina Bronk, so. Okay, werde ich das hier noch auf Screen erledigen. Stimmt, das Viech muss ich auch noch finden. Und ja, dann hoffentlich kriegen wir. Warte mal. Bronze Marke. Wie viel muss ich noch haben? Ich muss noch ganz viel haben. Leck mich. Ja, viel zu. Oh. Bringt da gar nichts. Oh Mann. Und ich. Gib mir was. Ich muss mich aufheitern. Ich muss Frust kaufen. Ich habe schon wieder leicht genug Geld, ey. So, wo ist diese Goldstäublinge und so weiter alles? Schon kann ich das auch verkaufen, ne? Ja, ich habe schon so viele Sachen 99 Mal. So, Goldstaub und so weiter alles. Wo ist es? Egal. Ich habe verkaufen. Ich möchte ja eher nicht irgendwie was verkaufen. Na gut. Ich irgendwas herstellen, was Neues? Nein. Okay. Dann würde ich sagen, ich beende den Part hier und keine Ahnung, was ich als nächstes mache, aber wir sehen uns dann jedenfalls, wenn ich es mache, in der nächsten Folge. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss.